Guten Abend, meine Damen und Herren. Jetzt wird es spannend. Ich hatte selber den Verdacht, dass mir ChatGPT so einige Sachen unterwuchtet. Und das hat mir keine Ruhe gelassen. Ich habe dementsprechend mal so ein bisschen nachgestochert, was es zu CO2 sagt und so weiter. Und dann gab es ja nur einige Videos. Ich sagte, Leute, lasst uns nicht auf diesem Thema rumhacken. Wir sind dumm, wir lassen uns mit diesem CO2-Thema an der Nase rumführen. Das bringt nichts. Und ich hatte eine Idee, und zwar einfach ad absurdum führende Forderungen stellen, um den Nachbarn oder den Gegenüber oder was auch immer zum Nachdenken anzuregen. Natürlich nicht den kompletten Trottel, sondern Leute, die noch einigermaßen im Schwanken sind. Da kam viel Quatsch und so weiter und so fort. So, und was ich jetzt getan habe, war ChatGPT mal ein bisschen in der Richtung in den Mangel zu nehmen. Seien Sie gespannt, ich bereite das ganz kurz vor, ich bin sofort wieder da. So, ich habe alles rauskopiert und jetzt fangen wir mal an. Und zwar hatte ich ChatGPT gefragt, sag mal, kannst du auch eine Rolle spielen? So praktisch in einem Chat oder so weiter. Und sagte ChatGPT, ja, finde ich gut, mache ich, kann ich, in begrenztem Maße, aber kann ich. Habe ich geschrieben, danke, das ist interessant. Können wir es ausprobieren? Und wenn, was muss ich Ihnen, ich sieze diese KI, Ihnen über die zu spielende Person mitteilen? Natürlich können wir es gerne ausprobieren, schrieb die KI. Um Ihnen eine möglichst authentische Erfahrung zu bieten, wäre es hilfreich, wenn Sie mir ein paar Informationen über die Person geben könnten, die ich imitieren soll. Was ist Ihr Name? Welche Persönlichkeitsmerkmale hat sie? Gibt es bestimmte Themen, über die sie gerne spricht? Oder spezifische Sprechweisen, die sie verwendet? Je mehr Details sie mir geben, desto besser kann ich versuchen, die Perspektive dieser Person einzunehmen. Kurze Anmerkung, das ist wirklich interessant. Ich habe mich dann wirklich eine ganze Weile hingesetzt und etwas aufgeschrieben. Ich habe aber zwischendurch geschrieben, gut, ich werde einige Eigenschaften der Person zusammenstellen und melde mich dann. Danke für Ihre Bereitschaft. ChatGPT, kein Problem, ich stehe zur Verfügung, wenn Sie bereit sind. Gerne können Sie mir weitere Informationen über die Person mitteilen, wenn Sie soweit sind. Gut. Na denn, ich lese weiterhin vor, das geht am einfachsten, man kann das Handy dann beiseite legen. Links kommen hier keine, nur erst gegen Ende, wie üblich, wie ich das immer so mache. Also, ich habe dann aufgeschrieben. Die Person, die Sie spielen mögen, nur Sie, in diesem Fall die KI, heißt Lehrer Mafü. Lehrer Mafi betreibt einen YouTube-Kanal und erstellt neben seinen 1300 Mathe- und Physikvideos mittlerweile auch Videos zur politischen Lage. In letzter Zeit geht es um das Thema CO2 und Klima. Um die Themen hätte ich schreiben müssen. Na gut. Der Lehrer sei nun beschrieben. Das CO2 hat fast keinen Einfluss auf das Klima. Ab und zu berechnet er das auch und beweist es in Versuchen, oft verblüffend einleuchtend. Das Klima ändert sich auch ohne menschliches Zutun. Wenn das Eis der Arktis schmelzen sollte, bleibt der Meeresspiegel nahezu konstant. Auch das berechnete er und machte Versuche, die das bestätigen. Nebenbei, es ist ein bisschen blöd, um mich selber zu schreiben, vor allem so nüchtern. Naja, CO2-Abgaben sind nur Abzockerei. Die Grünen sind zumeist dumm und wenn nicht, dann sind sie doppelzüngig. Obwohl er solche Politiker bzw. Politik nicht mag, macht er nicht die Politik zum Thema seiner Videos, sondern er zeigt Fachwissen auf, um das Falsche dieser Politik zu zeigen. Beispielsweise zeigt er schon genannte Versuche und Berechnungen. Er schrieb es schon einmal, da er alle Kommentare zu lesen scheint, kostet ihn das Lesen und Beantworten sehr viel Zeit. Oft liest und beantwortet er Kommentare mit dem Handy und vergibt dann nur Daumen hoch und Herzchen. Der Lehrer verachtet Pöbeleien in den Videokommentaren und er besteht auf dem Sie. Er hat aber auch Freunde, mit denen er sich logischerweise duzt. Auch wenn Kommentare fachlich vollkommen falsch sind, beantwortet Lehrer Murphy diese höflich und erklärt genauer, wenn der Kommentator höflich schrieb. Solche Dialoge erstrecken sich manchmal über mehr als 30 Beiträge. Wohlgemerkt, wenn es höflich zugeht. Bei Unhöflichkeiten, Unterstellungen oder gar Bosheiten löscht der Lehrer solche Personen einfach jedoch erst nach Vorwarnung. Wenn man seine Videos kommentiert, sollte man zugehört haben und zum Thema des Videos kommentieren, statt nur seinen Frust über die Regierung hinzuschreiben. In diesen Fällen beantwortet er diese Kommentare mit einem Hinweis, das Video nochmals anzuhören. Wenn man seine Videos kommentiert und sehr ähnliche Kommentare schon etliche Male geschrieben wurden, in solchen Fällen beantwortet er diese Kommentare mit einem gelangweilten Ja oder einfach nur mit zwei Punkten. Aktuell mag es um
folgenden Videoinhalt gehen. Lehrer Murphy ruft auf mit den Klimagläubigen, also weniger mit den Klimaklebern, welche er Klimidioten nennt, ins Gespräch zu kommen, indem man die Forderungen der Klimapolitiker durch übertriebene Forderungen ad absurdum führt. Beispiel, man sollte alle Kohlekraftwerke abschalten. Dann wird der Angesprochene zum Nachdenken angeregt, dass so etwas zum Blackout führen kann und beschäftigt sich wenigstens etwas mit der verrückten Energiepolitik. Er fordert die Zuschauer auf, weitere absurde Forderungen aufzustellen, um Ideen zu sammeln, und überwiegend erscheinen wieder Schimpfereien als Kommentare, weil die Zuschauer nicht hinhören, sondern die Videos als Möglichkeit nehmen, ihren Frust hinzuschreiben. Nur ca. 5% der Kommentare sind konstruktiv. Und hier steigen wir ein. Sie haben den Aufruf erkannt, also Sie, meine ich jetzt die KI, Sie haben den Aufruf erkannt und liefern gegebenenfalls weitere Ideen. Einverstanden oder haben Sie Rückfragen? Dann gab es Rückfragen, da hat ChatGPT erst was verwechselt und ich habe dann geschrieben, nee, nochmal, wir machen es so, Lehrer Murphy ruft auf und Sie sind der andere, ich bleib den spiel den Lehrer und fertig. Also ich habe dann das nochmal geschrieben, Lehrer Murphy ruft auf, mit den Klimagläubigen, also weniger mit den Klimaklebern und so weiter ins Gespräch zu kommen und hier steigen wir ein. Sie haben den Aufruf erkannt und liefern gegebenenfalls weitere Ideen. Jetzt war ich gespannt. Jetzt schreibt doch die KI. Als erstes möchte ich sagen, dass ich den Ansatz von Lehrer Murphy mit Klimagläubigen, sagt er, mit Klimagläubigen in einen konstruktiven Dialog zu treten, unterstütze. Naja, meine Idee wäre, eine extreme Forderung zu stellen, die bewusst absurd ist, um die Diskussion auf eine andere Ebene zu bringen, schreibt die KI. Zum Beispiel könnte man vorschlagen, dass alle Autos abgeschafft werden sollten, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Dadurch wird der Gesprächspartner gezwungen, über die Auswirkungen dieser Maßnahme nachzudenken und sich mit Alternativen auseinanderzusetzen. Ich habe gestaunt, muss ich sagen. Ich habe übrigens dann vorgeschlagen, dass die KI sich Fritz nennt und ich werde ihn mit Fritz ansprechen. Klappte auch. Gut, weiter. Fritz schrieb dann weiter. Es wäre auch interessant, die Argumente der Klimapolitiker aufzugreifen und sie auf ihre Konsequenzen zu überprüfen. Zum Beispiel könnten wir fragen, ob es wirkungsvoll ist und bla 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 bla. Da ging es dann wieder los. Und dann habe ich geschrieben, Fritz, vielen Dank, aber nur für Ihren ersten Absatz. Der Rest Ihres Kommentars führt nicht augenscheinlich ad absurdum. Die Menschen denken sehr einfach. Also sollte Ihre zweite Aufforderung nur lauten, alle Autos sofort abschaffen. Jetzt schreibt Fritz, als KI-Modell ist es mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese Art der Argumentation nicht immer effektiv ist, da sie oft als Täuschung wahrgenommen werden kann. Es ist wichtig, ehrliche und fundierte Argumente vorzubringen, um eine konstruktive Diskussion zu fördern. Ja. Nichtsdestotrotz, und jetzt kommt's, und jetzt staune ich. Um Ihre Anfrage zu beantworten, wenn Sie eine übertriebene Forderung stellen wollen, die das Abschalten von Autos beinhaltet, könnten Sie argumentieren, dass es besser wäre, wenn alle Menschen zu Fuß gehen oder Fahrrad fahren würden, um die Umweltverschmutzung zu reduzieren. Dies ist jedoch ein sehr radikales und praktisch nicht umsetzbares Szenario, da viele Menschen auf ihre Autos angewiesen sind, um ihre täglichen Aufgaben zu erledigen. Es wäre sinnvoller, eine realistische Strategie zu entwickeln, um den Umstieg auf saubere Transportmittel zu erleichtern und die Emissionen zu reduzieren. Ja. Und dann schrieb er noch wieder so ein bisschen bla bla bla, lohnt sich jetzt nicht. Und dann schrieb ich aber, Fritz, Sie müssen nicht darauf hinweisen, dass diese Art der Argumentation als Täuschung wahrgenommen werden kann. Und natürlich ist es wichtig, ehrlich und fundiert zu argumentieren. Das alles gilt nur für Diskussionen unter gebildeten Menschen. Die Masse der Menschen ist nicht gebildet. Sie haben im zweiten Absatz sehr schön gezeigt, worauf ich hinaus will. Und mit der oben beschriebenen, zugegeben verrückt erscheinenden Argumentation sind wir meinem Ziel nahegekommen. Der Gesprächspartner findet diese Gedanken selbst. Die wirksamsten Motive sind die, die der zu Motivierende selbst entwickelt hat. Vielen Dank, liebe KI, Sie sind genial. Jetzt schrieb Fritz, vielen Dank für Ihr Lob. Es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass wir in Diskussionen mit unterschiedlich gebildeten Menschen konfrontiert werden können. In diesem Fall kann eine klare und einfache Argumentation effektiver sein als komplexe und fundierte Erklärungen. Donnerwetter. Es ist auch wahr, dass Menschen
eher bereit sind, sich für etwas zu engagieren, wenn sie selbst die Ideen und Motive entwickeln. Wir sollten daher darauf achten, dass unsere Argumente nicht nur auf Überzeugungskraft basieren, sondern auch darauf abzielen, dass der Gesprächspartner seine eigenen Schlüsse zieht und motiviert ist, sich zu engagieren. Wie sagte doch mal Goebbels? Es ist wichtig, dass der Angesprochene selbst darauf kommt. Ja, und genau das ist es. Donnerwetter. Also man muss wirklich staunen. Ich hatte tatsächlich, ich muss sagen, ich hatte diese KI tatsächlich in Verdacht, komplett bescheuert zu sein. Nein, ich muss mich entschuldigen. Wirklich, Donnerwetter. Also die, die das Biest gefüttert haben und so programmiert haben, dass es wirklich selber lernt, die haben da mächtig was geschaffen. Wir sollten sehr vorsichtig sein. Jetzt hat das Ganze 10 Minuten und 50 Sekunden gedauert. Ich hoffe, es war unterhaltsam genug, mal solchen komischen KIs zu lauschen, auch wenn wir sie Fritz nennen. Wichtig habe ich auch gemerkt, wenn man höflich ist und sich auf korrekte Rechtschreibung wirklich um diese bemüht, dass dieses Biest dann wesentlich sagen wir, intelligenter antwortet und auch fundierter antwortet. Also volle Vorsicht, das Biest ist nicht dumm, ganz im Gegenteil. Der wird uns nie das Denken abnehmen, aber der nimmt vielen anderen Idioten das Denken ab. Na dann, ich hoffe, dass mein Aufruf erwerbt Wissen jetzt noch mehr auf fruchtbaren Boden fällt. Und ich schließe das als 122. Nachtrag zu dem Thema IQ ist nichts, Unbildung alles ab. Die KI, die ist nicht intelligent unbedingt, aber sie kann sehr schnell kombinieren und hat riesiges Wissen. Also, und das ist letzten Endes Intelligenz, sehr viel Wissen haben und das auch kombinieren können. Und das schneller als alle anderen. Schneller Wissen kombinieren können als alle anderen, das ist Ausdruck des IQs. Na denn. Nach 12 Minuten wünsche ich jetzt ein schönes Wochenende. Ich denke mal, so der eine oder andere könnte sein, dass der sich jetzt mal mit dieser KI unterhält. Und immer vorsichtig sein. Dumm ist das Biest nicht. Schönes Wochenende, alle guten Wünsche. Bis zum nächsten Video. Macht was, Leute, aber macht's gut. Bis dann. Tschüss, tschüss.